Heute zeigen wir euch, was ihr fürs Canicross braucht. Wir fangen wieder vorne beim Hund an. Der hat wie immer ein Halsband an, falls ich den Hund einmal umschnallen muss. Dann gehen wir über zum Zuggeschirr, das natürlich perfekt passen muss für den Hund. Vom Zuggeschirr gehen wir auf die Zugleine. Jetzt haben wir eine kürzere Zugleine, eine 2 Meter Leine fürs Canicross mit einem integrierten Ruckdämpfer. Dieser geht auf den Canicross-Gürtel über. Ganz wichtig ist, dass hier hinten darf kein Karabiner dran sein. Der Karabiner muss auf der Läuferseite sein. Der Läufer, die Läuferin, hat einen Canicross-Gürtel an. Auch wieder Handschuhe sind zu empfehlen. Kann man machen, vor allem wenn man in die Leine reingreifen muss. Der Canicross-Gürtel muss gut sitzen. Vom Typ her, da gibt es verschiedene unterschiedliche Modelle. Da muss jeder gucken, was ihm am besten passt und wo man sich wohl drin fühlt. Die Schuhe sind natürlich hier ganz wichtig. Hier empfehlen wir wieder Icebug, weil sie einfach einen mega guten Grip haben und wir so stabil auf dem Trail bleiben, wenn der Hund uns vorne zieht.